Ich hoffe bloß nicht, dass ihr jetzt wieder mit Rosa und sowas kommt, weil das tut mir echt in den Augen weh. Vor allem ist es dann immer ein Eck, das Ganze wieder umzuschmeißen dann irgendwann. Oh, schon wieder an der Tür. Ich bin nicht da. So, vor allem wenn's Verwandtschaft wäre, also meine Mutter zum Beispiel, dann würde ich sehen, sie hat mich zumindest versucht anzurufen. So. Ich weiß nicht, man könnte jetzt für die Handklamotten oder was schon auch blau nehmen, aber dann warte mal. Nee, genau verdreht, ne? Warte mal. Dass wir das überwiegend dann. Nee. Dass wir es überwiegend dann genau andersrum machen. Ah, das war jetzt die falsche Farbe, okay. Türkis und das dann eben in dem dunklen Blau. So. Es geht halt schon sehr in die. Ich finde es farbig einheitlich besser. Okay, naja, gut. Ich könnte jetzt zum Beispiel zumindest dann die Ecke eben genau verkehrt rum machen vom Farbton her. Schon wieder Feierabend. Und dass man sagt, okay, man macht eben die Herrenecke zum Beispiel so. Und Damenecke zwar auch Grundton in dem Blau, aber dann zum Beispiel die Bügel in einer anderen Farbe. Das wäre, glaube ich, auch noch möglich. Ja, und die gehen jetzt alle. Eigentlich kannst du da so viele Kassen reinstellen. Ich weiß gar nicht, was die sich immer dabei denken, wenn die solche Games machen. Weil dann müsstest du 6, 7 Kassen da stehen haben, ne? So, zum einen bestellen wir das. Gleich mal rausschicken. Und dann nochmal das Mindestlager hier. Zack. Passt. Jo. Taucht. 48.000 ist doch nicht schlecht. So. Wir haben schon wieder jemanden, der krank ist. 2. Okay. Ist jetzt allerdings der 11. Schon das 2. Mal krank. So. Das 1. Mal. Irgendwie springt es immer ganz komisch. Ich weiß immer nie, auf welcher Seite ich bin. So, Danny Scherer habe ich. So, dann ist Danny Scherer nicht mehr da. Und dann hüpft es gleich da nach hinten. Das heißt, also das rutscht immer weiter. Colin Kuvert. Ui. Auch schon das 2. Mal. So, Vivienne habe ich und Thorsten Brandl habe ich. Da ist schon wieder ein anderes Bild. Okay, das waren jetzt auf jeden Fall 4. Ja, 4 haben wir. 4 Kranke. Nicht schlecht. Ist ein guter Schnitt, oder? Neuverhandlungen, fühlt sich krank, krank, krank. Krank. Dann können wir die mal löschen. So, Jasmina Oswald. Wenn er wenigstens dabei stehen würde, in welchem Bereich die arbeitet, dann wäre es ja auch schon mal schneller, ne? Jasmina Oswald, wo bist du? Ich habe gesehen, der Chat bewegt sich. Sekunde.
habe schon wieder vergessen, was die blauen und orangefarbenen Ausrufezeichen vor den Namen bedeuten, beziehungsweise I. Das ist, wenn man die upgraden kann. Oh. Das ist, wenn man die upgraden kann. Dann hast du das andersfarbig. So, Gehalt. Hier sind wir bei 14,32. Ach so. Also orange bedeutet, dass ich sie upgraden kann. Die können quasi auf Schulung geschickt werden. So, das sind über 2 Euro mehr. Okay. Und dann haben wir noch Wiebke Konrad. Okay. Wiebke Konrad. Wo bist du? Nirgends. Doch da, Wiebke Konrad. Also da dieses I, wenn das auf gelb steht, dann kann man hier bei den Fähigkeiten, kann man die quasi schulen, wenn das orange ist. Verdammt, wo bist du? Jetzt ist er wieder weg. Da, Wiebke Konrad. Gehalt 11. Juli. 7,94 Euro. Oh nein, sie will mehr. Das stürzt mich in den Ruin. Schauen wir mal. Sie machen es knapp, aber ich akzeptiere. Keine 2 Euro. Das ist doch in Ordnung. Nochmal kurz die E-Mails löschen. Dann habe ich das wieder bereinigt. Bestellt haben wir alles. Wunderbar. So, wie schaut es denn hier aus? Wir machen eigentlich ganz guten Umsatz, muss ich sagen. Und durch das, dass wir die Unternehmensgebühr ja bloß auf, ich glaube, 20% oder was gesetzt haben, ist das natürlich nice. So, Werbung haben wir noch. Ich glaube, ich gehe jetzt halt auch noch einmal raus in den Shop. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch durchhalten werde heute. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Also hundertprozentig fit bin ich noch nicht. Ich hoffe, das ist jetzt auch nicht allzu schlimm. Die roten Pumps waren jetzt richtig viele. Hier, diese Dinger. So. 10.500, also wir gehen hier auf jeden Fall ins Plus und das ist mir ja schon mal wichtig, ne? So. Treib mal an, du Klappstuhl. Dass wir die Ecke hier auch noch fertig kriegen. So. Warte mal, jetzt gucke ich erstmal auf die Info von dem. Mindestlagersystem sind 10, das ist ja in Ordnung, ne? Man könnte dann, jetzt sind sie alle weiß, die Bilder hier. Dann könnten wir zum Beispiel immer die untersten rauslöschen. Da auch. Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich nur das untere raustun. Zack. So, weil dann habe ich das nämlich schon mal weg. Ich komme auch mit raus zum Auspacken. Hast du eigentlich die verwaschenen Hemden irgendwo hingehängt? Oh nee, das habe ich ganz vergessen. Die habe ich auch wieder vergessen. Hey, have a minute. Aber im Lager sind sie bestimmt schon. Das heißt also, die kann ich jetzt halt hier auch noch irgendwo platzieren. Aber das ist vielleicht nicht einmal schlecht, weil ich werde ja hier zum Beispiel auch
Es sind ja auch immer die gleichen Farben, ne? Ja. Weil dann werde ich nämlich auch hier das untere rauslöschen. Das sind halt 15, ne? Da könnte ich zum Beispiel auch ändern, dass es bloß noch 10 sind und nicht 15. Wie ist es bei denen? Auch 15? Auch, wollen wir auch auf 10? Und dann sind es doch bestimmt nicht nur die zwei, oder? Ach, die da auch noch. Weil das sind ja immer die gleichen Farben. So, zack, dann lösche ich nämlich die da noch raus. Passt. Und dann tue ich nämlich diese verwaschenen Dinger hier mit rein. Handbekleidung, Hemden, langärmlich. Der krasse Kontrast dazu. So, hinten. Nein, langärmlich. Und dann die hier noch. Dann hätten wir die. Aber vor allem, wenn ich mir jetzt so die verkauften Hemden anschaue. Heute verkauft zwei, gestern 11. Okay. Da habe ich nur eine verkauft. Da habe ich 12 verkauft. 22 Euro, 22 Euro, 27 Euro. Ach so, deswegen. Okay, dann warte mal. Dann machen wir die auch auf 22. Hi, spare 2 seconds. Dass die zumindest gleich sind vom Preis her, ne? Wie sind die? Auf 31,20 Euro? Könnte man ja dann lassen. Ist ja eh schon das Vierfache. Mehr als das Vierfache. Thank you. So, hier könnte man dann natürlich mit Hemden noch arbeiten. Jetzt mache ich aber erst einmal... ich bin ja neugierig, wo bist du jetzt bei Zompiercer angelangt, bevor es dir so schlecht ging? Ich bin in den Bahnhof eingefahren, in den zweiten, habe im Grunde dieses erste Gebäude gelootet, wo ich dann diesen komischen Roboterhund gefunden habe. Und danach habe ich, glaube ich, Schluss gemacht. Ich habe aber heute auch schon 2 oder 3 Aufnahmen gemacht. Und da bin ich natürlich dann schon ein Stück weiter. Da bin ich dann auch schon in der Ortschaft drin. Das ist lustig. Da gefällt es mir. Die mache ich von ganz links anfangend. Ich will ein bisschen was sehen. Schau, dann mache ich hier nur Hemden. Da hänge ich dann noch andere Hemden noch mit runter. Ich versuche auch gerade Chernobyl Light von dir zu gucken, bin aber jedes Mal bei Part eingeschlafen. Ich komme einfach nicht weiter. Chernobyl Light ist schon ein krasses Spiel, aber irgendwie hat es für mich nicht so gebockt, wie ich dachte. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir... Ich habe mir, glaube ich, was ganz anderes drunter vorgestellt. Und es war mir dann einfach ein bisschen zu Sniper-Ballerlastig. Ist an sich aber ein gut gemachtes Game. Dann machen wir hier eine Händenecke. Dann könnte ich mal schauen, ob irgendwie... Ist gerade eine Kasse frei? Kasse frei, Kasse frei, da ist eine Kasse frei. Nur mal schauen, ob die... Ob die hinpassen würde, ich kann das ja abbrechen. Ah, nee. Würde nicht hinpassen. Aber gut, ich könnte die ja bis dann dahin schieben. Und dann könnte ich da links nochmal 2 Hänger machen. Dann auch nochmal mit Hemden oder so. Oder mit solchen Sweatshirts, das wäre auch in Ordnung. Obwohl, ich weiß nicht, müssen wir gucken, wie viele kurzärmliche Hemden das es gibt.
glaube, die Pullis tun es auch. Ja. Excuse me. Musst du jetzt genau hinter mir stehen? Ja, ich kann es ja leider noch nicht beurteilen. Ich penne ja immer ein. Aber der Anfang und das Thema finde ich schon interessant. Ja. Auf jeden Fall. Aber war vielleicht dann doch nicht für mich so das Genre, wo ich mir gedacht habe, okay, da ziehe ich durch bis zum Schluss. Aber ist ja... Deswegen gibt es ja auch so Unmengen an Spielen. Man kann gar nicht alles mögen. Oder mögen wollen. So. Dann wäre das aber weg. Dann könnte ich nämlich da eben eine weitere Kasse hinstellen. Dann hätten wir auf jeden Fall hier noch eine Kasse. Aber da müsste ich halt wieder schauen wegen den... Das sollte ja eh nicht die endgültige Position werden hier. Ich wollte in jedem Bereich irgendwie eine Kasse stehen haben. Das könnte man doch trotzdem dann so machen, oder? Ganz darüber. Und dann da noch eine Kasse. Und dann kann man da auch nochmal Aufhänger machen. Oder einen Schrank. Schrank wäre ja auch was. Habe ich da drüben noch einen Schrank mit Shirts? Wenn ich dir so im Weg rumstehen, musst auch mal so genervt stöhnen. Nee, das mag ich nicht. Anja macht Pause. Frechheit. Hat die überhaupt schon was gearbeitet? Nee, warte mal, da habe ich ja wirklich nur Hosen drin, ne? Hi. Spare 2 seconds. Excuse me. Ich glaube, ich werde, sobald der Laden mal so richtig eingeteilt ist, werde ich das dann auch machen mit den Einräumen. Dass ich die dann auf Zonen einteile. Dass ich dann sage, okay, einer von den Einräumen ist dann wirklich nur in dem Bereich hier. Oder vielleicht in dem Bereich plus in dem Bereich, weil ich denke, so klein muss man den Garten nicht machen, den Bereich. Weil es reicht ja schon, wenn die nicht von dem Aufhänger bis darüber laufen an den anderen Aufhänger. Ich denke, wenn die hier sich bewegen in dem Karree, ist es ja auch schon mal ganz gut, ne? So. Was winkt ihr immer? Es sind 4 Kassen da. Warte mal, ich kann mich an die eine Kasse noch mit hinstellen. Achso, jetzt habe ich gedacht, sie geht dran. Ich dachte, ich hätte 4 Kassierer da. Achso, da ist jemand krank, okay. Also morgen möchte ich auch einen Livestream machen. Ich denke mal, dass ich morgen wesentlich besser drauf bin. Weil ich dann einfach nochmal eine Nacht hatte zum Relaxen, zum Fit werden. Und, aber was ich morgen stream, kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Wow, vielen herzlichen Dank für den Raid. Und herzlich willkommen. Wie geht's dir, Tina? Thank you. Oh, Nightbot hat irgendwen getimeoutet. Oh je. Good morning, Servusle. Ich weiß nicht, warum Ossi hier raus getimeoutet wurde. Das ist durch den Nightbot passiert. Sorry dafür. Sorry dafür. Herzlich willkommen hier beim Stream. Was habt ihr denn gestreamt? Servusle. Sanfte Grüße an alle. Das ist schön. Was gab's denn Feines im Stream? 500 Artikel genau, wow.
der hat zu oft das gleiche Emoji in den Chat. Das hat der Bot als Spam angesehen. Ah, okay. Zuerst ein kleines Puzzlespiel und dann No Time to Relax. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. No Time to Relax. Es ist eins von den Puzzlen, was direkt auf Steam zu haben ist. Oder es gibt doch diese Community-Games, wo man auch zeichnen kann und sowas. Wollte ich auch irgendwann mal ausprobieren, ob ich das hinbekomme. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir hier gerade noch ein bisschen umgebaut. Und ich habe aber gerade vorhin auch leider schon angekündigt, dass ich das letzte Mal jetzt in den Laden gehe, weil ich immer noch etwas angeschlagen bin. Ich war nämlich die letzten 2 Tage im Grunde oder fast 3 Tage flach gelegen mit Fieber, Schüttelfrost und so und bin noch nicht ganz fit. Aber ich wollte es zumindest heute mal probieren. Und ich merke schon, das geht an meine Grenzen heute. Es geht auf jeden Fall, aber ich bin jetzt gerade schon so an meiner Grenze angelangt, wo ich sage, du wirst auch heißer jetzt. Ja, ein bisschen Halsschmerzen habe ich ja auch. Und ich mir denke, naja, lieber jetzt dann einen Break mal machen und lieber noch einen Tag warten und morgen nochmal. Und morgen habe ich, ich denke, morgen werde ich, das wird definitiv länger werden, bin ich mir sicher. Aber mit einem neuen Spiel. Also da werde ich ein neues angezockt machen dann. Aber lasst euch überraschen, ich verrate nicht, welches Game das ist. Aber ich kann schon mal so viel sagen, es ist ein Survival-Game. Ja, du wirst auch heißer. Ist auf jeden Fall total lieb, dass ihr hergejoint seid. Ich würde dann wahrscheinlich auch gleich dem nächsten oder der nächsten den Raid gönnen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich muss morgen meine Salate vorbereiten. Oh, mach mir auch einen Salat mit. Vorgestern habe ich, glaube ich, nichts gegessen den ganzen Tag. Ich habe nichts runtergebracht. Und gestern waren es auch nochmal 2 Scheiben Toast. Also es ging wirklich gar nichts mehr. Mich hat so weggehauen. Ich habe gefühlt 24 Stunden oder über 24 Stunden geschlafen. Ich habe mich irgendwann um 3 oder sowas mal hingelegt. Ja, komm vorbei zum Grillen. Ich habe mich um 3, glaube ich, hingelegt, habe mich dann um 4 nochmal hochgerappelt, weil ich dann auf Discord noch geschrieben habe, dass ich den Stream nicht machen kann, weil ich mir dachte, ich muss zumindest Bescheid geben. Und dann habe ich mich hingeflackt und habe im Grunde fast durchgepennt bis am nächsten Nachmittag. So, aber ich mache es jetzt mal kurz und schmerzlos. Sorry, dass es jetzt halt wirklich nur ein bisschen was über eine Stunde war. Aber ich halte es einfach nicht länger jetzt halt gerade im Moment. Ich schau mal, Hirnstotz wäre online mit Foundry. Rosie on Air ist mit die Sims 4 unterwegs. Jeffellas Spielecke ist mit 7 Days to Die unterwegs. Gesundheit geht vor, gute Besserung weiterhin. Also wenn es für euch okay ist, würde ich, also mein Hirnstotz hat 305 Zuschauer. Ich weiß aber jetzt auch nicht, was Foundry ist. Ihr könnt mir gerne sagen, wo ich hin soll. Hirnstotz mit Foundry, Rosie on Air mit The Sims 4 oder Jeffellas Spielecke mit 7 Days to Die. Könnt ihr mir gerne mal einen Tipp abgeben, wo ich hin soll. Und dann schiebe ich euch da einfach mal rüber. Weil ich, Gronkh ist einfach nur Just Chatting und das sind über 5000 Viewer. Foundry gefällt mir nicht so, aber mach was du willst, ich nehme erstmal selber auf. Ah, okay. Ja, gute Frage. 7 Days to Die ist eigentlich immer lustig, wenn Jeffellas Spielecke auch noch die Twitch-Implementierung hat. Wird es vielleicht richtig lustig, von daher würde ich sagen, gehen wir zu Jeffellas Spielecke.
Sagt einfach mal einen schönen Gruß unbekannterweise. Ich bin ja auf jeden Fall schon mal hingeradet, bin ja dann auch gefolgt. Schaut einfach mal, wie es ist. Lasst einen schönen Gruß da. Ich sag auch Servus einmal ganz kurz, aber bin dann raus. Also vielen herzlichen Dank euch allen, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Ich wünsche euch viel Gesundheit und würde sagen, Raid beginnen. Gute Besserung und danke für den Stream. Mach's gut, bis morgen. Jawohl, bis morgen. Und ich gehe in den Raid. So, viel Spaß dabei. Ne? Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.